heute ein neuer Vlog für euch. Ich freue mich, dass ich ja jetzt heute mal wieder vloggen kann. Ich habe mir tatsächlich einige Gedanken gemacht und wusste nicht so recht, was ich euch zeigen kann, denn es ist natürlich eine Ausnahmesituation. Wir sind ja alle zu Hause, aber ich dachte mir, ich möchte auf jeden Fall ein neues Video starten. Ich möchte euch ein bisschen inspirieren, möchte euch zeigen, was wir so machen, aber vor allen Dingen möchte ich euch Mut machen. Es ist eine Ausnahmesituation, gar keine Frage. Wir müssen jetzt tapfer sein. Wir schaffen das. Wir sitzen alle im selben Boot. Vergesst das nicht. Und für jeden ist es schwer. Also jeder hat ja eine andere Ausgangssituation. Mein Mann zum Beispiel, der kann nicht von zu Hause aus arbeiten. Er war noch nie so lange zu Hause. Und da ist es natürlich jetzt so, dass man das Ganze erstmal umstrukturieren muss und schauen muss, wie es eben am besten ist. Andere können von zu Hause aus arbeiten, haben aber zum Beispiel die Kinder. Und das ist natürlich auch schwierig, denn man muss die Kinder auch beschäftigen. Dann haben sie Homeschooling und das ist natürlich auch nicht so einfach. Also, wie gesagt, wir schaffen das. Wir müssen jetzt einfach aushalten, durchhalten und tapfer sein. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall gemeinsam hin. Heute in diesem Video habe ich mir gedacht, dass ich ein paar Inspirationen für euch habe. Ich zeige euch, was wir hier so machen, den ganzen Tag. Wir haben ja genug Zeit aufzuräumen, auszusortieren, was ich auch schon gemacht habe. Wir haben ja einen Sperrmüll angemeldet. Unsere Garage ist jetzt tatsächlich auch wieder eine Garage. Das war ja echt übel. Und ja, zum Thema Ostern, wie gesagt, habe ich ein paar Sachen schon bereitgelegt hier. Und dazu möchte ich euch ein bisschen inspirieren. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir aber erstmal eine Runde runter in den Garten. Da haben wir uns nämlich auch einiges vorgenommen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Es dient einfach zur Ablenkung. Ja, und wie gesagt, ganz viel Spaß und los geht's. Männer, die machen jetzt unten weiter und ich zeige euch jetzt ein paar Kleinigkeiten, ein paar Inspirationen und ich habe vergessen, euch noch zu sagen, dass ich hier in diesem Video eine ganz, ganz tolle Verlosung für euch habe und zwar habt ihr die Möglichkeit, eine nagelneue Nintendo Switch Lite zu gewinnen. Dazu kommen wir gleich. Ich wollte euch noch zeigen, was mir vorhin passiert ist und zwar habe ich versucht, den Karton hier mit einer Hand vom Regal runterzunehmen und dann ist er mir aus der Hand geflogen und ich bin so sauer auf mich selbst. Aber ich habe mir jetzt neue bestellt, die sind nämlich im Moment bei Leonardo im Angebot. Da kostet so ein Häschen 3,50 Euro und ich glaube der große 7,50 Euro. Also falls ihr da noch was sucht, dann schaut auf jeden Fall mal bei Leonardo vorbei, so wie ich es getan habe. Echt, also ich könnte mich da so ärgern. Ne? Es kann echt nur mir passieren. Unglaublich. Ja, ich kann euch ja mal da hinten zeigen, dass ich tatsächlich schon mal einen geklebt habe und es sieht nicht so sonderlich schön aus. Ne? Also deshalb musste ich mir neue bestellen. Also bevor ich euch jetzt weiter Deko zeige bzw. eine Inspiration für die Kinder für euch habe, zeige ich euch, was meine Mama zum Osterfest von mir bekommen wird und zwar ein bisschen Beauty. Ich freue mich schon riesig, ihr das dann zu schenken. Ich liebe dieses Anti-Aging Summer Set und zwar beinhaltet es zum einen diese Hyaluron Lift Cream. Das ist eine schützende Gesichtscreme mit Keramiden und Hyaluronsäure. Sie kann das dann als Tagescreme oder eben als Nachtpflege verwenden. Das kommt eben ganz drauf an. Das ist ideal für die reife, anspruchsvolle und eher trockene Haut. Sollte dann einfach selbst mal schauen. Es ist ja auch jahreszeitabhängig, sage ich jetzt mal so. Aber was ich richtig genial finde, ist, dass eben dieser Selbstbräuner hier mit dabei ist. Dieser Booster. Oh mein Gott, ich liebe ihn so, so sehr. Den habe ich euch ja auch in meinen Beauty-Favoriten vorgestellt. Das Produkt ist wirklich der absolute Hammer. Ne? Also ich mische das in meine Tagespflege. Ihr habt hier so eine Pipette dabei. Schaut, wartet, so und ich gebe mir in meine Handinnenfläche quasi hier ein bisschen von meiner Tagescreme, dann 2 bis 3 Tropfen eben aus dieser Pipette, dann vermische ich das und gebe das dann auf mein Gesicht. Oh mein Gott, ihr habt wirklich eine absolut gleichmäßige Bräune. Es ist geruchsneutral und vor allen Dingen habt ihr eine fleckenfreie Anwendung. Und das finde ich total wichtig, denn es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man dann überall Flecken hat, beziehungsweise die Hände irgendwie total versaut sind und das auch noch komisch riecht. Und das habt ihr hier bei dem Produkt überhaupt nicht. Beauty Mates verwendet übrigens auch keine Konservierungs- beziehungsweise Duftstoffe und das Ganze ist vegan und tierversuchsfrei. Ja, das wollte ich auch noch dazu sagen. Das ist auch noch eine wichtige Info. So, falls ihr euch da mal umschauen wollt, das sind ja noch meine beiden anderen Produkte
von Beauty Mates. So sieht das Ganze aus. Das sind eben diese Booster, die ihr euch dann in eure Tagescreme, in eure Pflege eben mischen könnt. Unabhängig davon, welche Marke das ist. Ihr könnt die Sachen weiterverwenden, die ihr zu Hause habt. Ihr könnt einfach diesen Booster quasi mit reinmischen. Das Produkt hier wird meine Mama auch noch zusätzlich bekommen. Beauty Mates ist ein deutsches Kosmetik-Startup aus Bayern. Die haben sich auf Wirkstoffkosmetik spezialisiert. Also alles, was die Haut braucht, ohne unnötige Zusatzstoffe. Ich liebe, liebe, liebe diese Booster und da gibt es ganz viele verschiedene. Da würde ich euch echt mal raten, einfach vorbeizuschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall und mit 20% kann man da ja nichts falsch machen und zu Ostern kann man sich auch was Schönes gönnen. Vor allen Dingen eben für die reifere Haut ideal geeignet. Ihr könnt euch das Set ja mal anschauen, wenn ihr möchtet, also dieses Anti-Aging Summer Set. Ich habe einen Rabattcode für euch bekommen über 20%, da habe ich mich total gefreut. Wie gesagt, 20% auf alles. Falls euch da irgendwas interessiert, schaut es euch gerne mal an. Ja, und dann machen wir mal weiter hier mit unserem kleinen Schatz, der übrigens auch gerade hier schon ankommt, zusammen mit dem Max. Und zwar habe ich es schon immer geliebt, mit meinen Kindern mit diesen Handpuppen hier zu spielen und dann eben so Rollenspiele zu machen. Und der Liam lacht sich total kaputt, wenn ich diese Püppchen in der Hand habe. Hier ist unser Froschkönig zum Beispiel. So, wartet, da steckt man dann den Finger so in den Kopf und dann kann man so richtig süß mit den Kindern spielen. Und das wollte ich euch eben auch zeigen. Hier, der ist jetzt neu, richtig, richtig schön. Hier, das habe ich auch mal vorbereitet, unser Indianer, der ist schon über 12 Jahre alt. Da kommt dann hier hinten so die Hand rein. Da kommt gerade der Liam. So. Genau. Und dann schaut der Liam ihn immer total begeistert an, wie der Indianer mit ihm spricht. Und ja, den habe ich damals dem Moritz gekauft. Und dann ist er eben an alle Kinder mit weitergewandert, ne? Und hat da seine Geschichten erzählt. Und das wollte ich euch eben auch zeigen, weil ich das eine richtig, richtig schöne Idee finde. Und zum anderen finde ich dieses Kegelspiel hier auch total süß. Schaut mal bitte, wie goldig das ist. Das ist so, so herzallerliebst gemacht. Der Liam, der lacht sich total kaputt, wenn diese Kegel mit dem Ball umgeworfen werden. Also wenn er das schafft. Und deshalb habe ich mir gedacht, ist es vielleicht auch eine kleine Inspiration für euch. Also ich finde es total süß. Und auch bei SigiKid habe ich übrigens noch einen Rabattcode. Nein, das ist keine bezahlte Kooperation oder so. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich habe diesen Rabattcode tatsächlich schon über ein Jahr. Heidi10 nennt er sich und da könnt ihr eben 10% auf alles sparen. So, und dann habe ich hier noch was vorbereitet für mein Patenkind. Ja, genau, du willst das Ding hier haben, ne? Da. Magst du es? Ja, ne? Spiel mal mit Max. Nein, nicht meine Kugel. Sind schon genug Sachen kaputt gegangen heute. Das hier ist für mein Patenkind. Natürlich, also für den Liam ist das natürlich nichts. Aber vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration für euch. Dann hier die Nerf. Oder wie auch immer man das ausspricht. Das Teil ist auch neu angekommen. Und damit spielen die Jungs und haben hier ihren Spaß. Ne? Also was die für Spiele spielen und vor allen Dingen was die erfinden. Ne? Mit so einem Teil ist echt der absolute Wahnsinn. Hier sind übrigens die Pakete, die ich noch zur Post bringen werde. Da habe ich was verlost auf Instagram, aber ich gehe ja nur einmal die Woche raus und deshalb liegt es noch hier, weil ich es noch nicht zur Post geschafft habe. So, und dann wollte ich euch noch dieses Teilchen hier zeigen. Das ist auch neu für den Liam angekommen. Es wird noch dauern, ne, bis er in den Kindergarten kommt, aber ich fand es total süß und ich finde das auch für euch als Inspiration eine kleine Idee, vielleicht für eure Kinder oder euer Patenkind, ne, oder Enkelkind. Also ich finde sowas einfach total schön und es ist einfach so, so gut verarbeitet. Man sieht einfach die Qualität und die Kinder haben da jahrelang was davon. Ne? Ich habe jetzt beim Aufräumen auch das allererste Kindergartentäschchen von Max gefunden. Und das ist einfach, wenn man eine gute Qualität hat, dann hat man da jahrelang seine Freude damit. Ne? Ja, so viel dazu. Dann wollte ich euch noch dieses Teilchen hier zeigen. Das habe ich jetzt auch mal vorbereitet. Da wollte ich nämlich was dranhängen und wie man hier sehen kann, ist auch wieder was kaputt gegangen. Deswegen habe ich gerade dem Liam dieses Teilchen aus der Hand genommen. Das finde ich nämlich auch total schön für den Frühling. Da wollte ich mir noch ein paar bestellen, aber ich habe auf der Seite bei Leonardo gesehen, dass die aus dem Sortiment gegangen sind. Jetzt habe ich nur noch eine, weil die andere kaputt gegangen sind. Aber dieses Teilchen hier,
eignet sich eigentlich ideal dieser Strauch, um etwas Schönes dran zu hängen. Mal schauen, vielleicht malen wir ja ein paar Eier an, aber ich glaube, meine Kinder sind definitiv zu groß dafür. Und dieses Teil hier, das hat eins meiner Kinder gebastelt. Das habe ich einfach hier reingesteckt. Jo, und jetzt kommen wir, wie versprochen, noch zur Verlosung. Und zwar gibt es, wie gesagt, eine nagelneue Nintendo Switch Lite für euch. Schaut am besten mal unten in die Infobox. Ich schreibe euch dazu alle Teilnahmebedingungen rein. Total easy. Eigentlich läuft sie eher auf Instagram, also wäre es total schön, wenn ihr mir da auch folgen würdet. Und dann habt ihr eben die Möglichkeit, diese Nintendo Switch zu gewinnen. Ich verpacke die dann schön und bringe sie zur Post. Allerdings, wie gesagt, ich gehe ja einmal die Woche nur einkaufen und dann muss ich eben schauen, dass ich eben dieses Teilchen auch noch mit zur Post nehme. Genauso wie diese zwei Pakete hier. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt noch mal ganz kurz raus, nehme euch eine Runde mit. Ich hoffe, dass vielleicht eine kleine Inspiration für euch dabei war. Hier hinten, das habe ich euch ganz vergessen jetzt zu zeigen. Ich habe es nur einmal von unten hochgeholt und mir so ein bisschen hindrapiert. Das muss ich allerdings alles noch schön herrichten, ne? Ich denke, das ist auch klar. Ich warte noch auf meine Bestellung von Leonardo und dann kann ich auch hier weiter schön dekorieren. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir erstmal gemeinsam raus und bepflanzen noch die Blumenkübel, beziehungsweise einen Topf habe ich mir von unten im Keller noch geholt und habe den gerade sauber gemacht. Genau, das machen wir jetzt noch gemeinsam. So, Wetter ist mega, mega gut, aber es ist schon frisch, ne? Also, ja. Naja, wir machen das Beste draus. Ich wollte eigentlich noch ein paar Primeln kaufen, aber der Supermarkt hat keine Primeln gehabt. Also er hatte welche, aber richtig hässliche. Ich habe ja nicht so den grünen Daumen, ne? Deswegen werden sich jetzt alle Gärtner da draußen kaputt lachen zu dem, was ich jetzt hier gerade mache. Egal. All night long. Razor tongues and all day long, yeah. We reset under burning sun, catching the waves, inhale, exhale, reminiscing the bygone time, laugh till we cry, days flying by, flying by. Love on delay, push play, let it roll and take you away, love for a day, replay, we don't care about what they say, and I go on. Also ich schaue auf jeden Fall, dass ich noch Primeln bekomme, weil hier zwischenrein wollte ich eben noch Primeln machen. Dann sieht es definitiv besser aus, aber es ist schon mal ein Anfang. Ich wollte gerade mal was ausprobieren. Vielleicht kann ich den doch noch irgendwie retten. Und zwar, wenn ich den irgendwie so platziere, dass man das nicht so sehr sieht mit dem Ohr. Vielleicht so? Ja, dann guckt er da so hinter den Blümchen vor. Ja, vielleicht lasse ich das so. Und hier kommen, wie gesagt, noch Primeln rein. Aber das, finde ich, ist ganz süß geworden. So, da ist der Bulldog, den meine Jungs mal vor vielen, vielen Jahren bekommen haben. Den mache ich jetzt schön sauber. Und dann hat der Liam ein schönes Spielzeug. Er ist jetzt zwar noch ein bisschen zu klein, aber wir wollen ihn gerade ein bisschen beschäftigen. Und deswegen fahren wir hier mit dem Teil jetzt rum. Schau mal, hier ist noch so eine Klappe. So, super. Cruise so ein bisschen mit ihm rum? Ja. Und go. Und der Max ist hier weiterhin fleißig. Also es hat sich einiges getan hier. Treppe müssen meine Männer noch runterkehren. Hier waren sie sehr fleißig. Allerdings müssen die Rosen noch gemacht werden. Da drüben ist noch der Anhänger. Und diese Blumen hier, die liebe ich ja total, ne? Diese Blumenkissen. Und wie gesagt, die Treppe muss noch gemacht werden. Die müssen sie auch mal mit dem Kercher hier sauber machen. Und ansonsten gibt es hier noch einiges zu tun, würde ich sagen. Vor allen Dingen auch hier drüben. Ja. Die möchte sich wieder schön schneiden, der Max. Und oh mein Gott. Ja, es gibt viel zu tun, wie gesagt. Und hier ist noch das Catcar vom Alessandro. Das habe ich jetzt auch mal sauber gemacht. Das habe ich natürlich auch aufgehoben.
dauert zwar noch viele Jahre, bis der Liam damit rumcruisen kann, aber hey, und let's go. Gib mal den Lissandro an. Hallo, kleiner Liam. Gehen wir ein bisschen spazieren? Hm? Wollen wir spazieren gehen? Hallo. Hi. Okay. Ja, schön hier, ne? Habe ich wohl eine Pfütze nicht gesehen. Na toll. Super. Meine Lieben, wir sind jetzt gerade noch eine Runde spazieren hier im Wald. Bella ist beschäftigt. Der Liam ist hier im Kinderwagen und wir genießen jetzt noch ein bisschen die Sonne. Es ist so, so traumhaft schönes Wetter. Das muss man auf jeden Fall genießen. Und ich hoffe, dass euch mein Vlog gefallen hat, dass vielleicht ein paar Inspirationen dabei waren. Wie gesagt, schaut gerne unten in die Infobox. Ich habe ja 2 Rabattcodes für euch und es stehen auch alle Teilnahmebedingungen unten in der Infobox wegen der Nintendo Switch Lite-Verlosung. Die Bella war im Wasser, oh Gott. Da habe ich jetzt auf jeden Fall einiges zu tun, die dann abzuduschen und ja, schön sauber zu machen. Das ist echt so schön, wie ja, sie sich freut, wenn man Stock wirft. Da ist sie beschäftigt. Ihr geht es übrigens auch wieder besser. Danke, dass so viele nachgefragt haben, was jetzt mit der Bella ist. Ihr geht es wieder gut. Ne? Da ist sie. Ja, meine Lieben, also, dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass vielleicht eine kleine Inspiration dabei war und ihr Spaß daran hattet, eben meinen Tag hier mit zu begleiten. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass ihr gut auf euch aufpasst. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!